Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Ich habe heute wieder ein DM-Haul für euch. Ich zeige euch ja meinen DM-Einkauf jeden Monat und ich habe heute auch wieder richtig coole Dinge mit dabei. Unter anderem sind auch Haushaltsprodukte, ein paar Food-Produkte und auch natürlich Pflegeprodukte darunter. Ja, aber auch Favoriten, die ich immer wieder nachkaufe. Ja, dann würde ich sagen, wir starten einfach direkt mit meinem Haul. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. So, mit was fangen wir an? Ich würde sagen, mit Augenpads. Ich habe nämlich wieder ein paar Augenpads nachgekauft. Ich verwende super, super gern Augenpads. Und zwar habe ich hier mal diese hier ausprobiert oder gekauft. Die möchte ich mal ausprobieren. Das sind jetzt die von Alverde Naturkosmetik. Hydro heißen die. Die sind mit Hyaluronsäure und auch Algenextrakt. Spenden super viel Feuchtigkeit und sollen eine frischende und strahlende Augenpartie verleihen für feuchtigkeitsarme Haut. Bin ich schon sehr gespannt. Dann habe ich mir hier auch wieder die von Schäbens mitgenommen. Die finde ich auch sehr gut. Das sind die Hyaluron-Augenpads. Die reduzieren bis zu 87% Augenschatten. Kann ich auf jeden Fall gebrauchen. Spenden zu den Feuchtigkeit und milden Schwellungen. Die sind mit Hyaluronsäure und auch Panthenol. Sind für alle Hauttypen geeignet. Und dann habe ich auch noch die wieder gekauft. Die sind etwas neuer von Garnier Skin Active. Die sind so, so gut. Die hatte ich jetzt schon öfters. Die sind mit Vitamin C, haben einen Glow Booster. Und das ist eben eine Augentuchmaske mit 3% Glycerin, Vitamin C und auch Hyaluron. Die helfen gegen dunkle und matte Augenringe und geben eben auch einen Glow Booster. Die mag ich sehr, sehr gerne. Dann sind aktuell meine Lippen wieder super trocken. Jetzt habe ich mir gedacht, probiere ich das mal aus, den hatte ich noch nie. Das ist von Vaseline, der Original Lip Balm. Bin ich schon sehr gespannt. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr schon Erfahrungen mit dem habt. Ich brauche momentan wirklich etwas, das hilft gegen meine trockenen Lippen auf jeden Fall. Obwohl es Sommer ist. Normalerweise habe ich immer bei kälteren Temperaturen eben trockene Lippen, aber jetzt aktuell eben auch. Dann habe ich hier ein kleines Schnäppchen entdeckt. Und zwar schaue ich auch immer total gerne bei den Regalen, wo etwas reduziert ist. Auf jeden Fall habe ich hier von Denk mit feuchte Küchentücher entdeckt. Die sind aus der Limited Edition. Und zwar sind die jetzt für die Reinigung glatter und abwaschbarer Oberflächen geeignet. Mit einer hautfreundlichen Rezeptur. Fand ich ganz praktisch. Haben wir gedacht, die nehme ich mal mit. Die waren auf 1,25 reduziert. Und wie viele Tücher sind da überhaupt drinnen? 20 Tücher. Wenn wir schon bei den Haushaltsprodukten sind, habe ich hier auch ein richtig gehyptes, virales Produkt. Und zwar von Denk mit wieder. Ein Textilerfrischer 3-in-1. Und zwar ist das ein Bügelspray. Also mit diesem Spray muss man keine Klamotten mehr bügeln, sondern man muss einfach nur dieses Spray hier drauf sprühen. Werde ich auf jeden Fall mal probieren. Außerdem neutralisiert das Gerüche und Desinfektion. Also hört sich ja super spannend an. Ist 3-in-1 sozusagen. Entfernt festsitzende Gerüche, hygienische Reinheit und für ein einfaches Kletten zwischendurch ohne Bügeln. Ich bin super gespannt. Dann geht's weiter mit Wattepads von Evelyn. Wattestäbchen, mir sind die nämlich ausgegangen und die benutze ich regelmäßig, vor allem wenn ich bei meiner Wimperntusche wieder patze. Das passiert mir wirklich oft, weil ich habe so ein Bürstchen, das total dick ist, aber es macht halt super schöne lange Wimpern. Dann geht es weiter mit einer kleinen Sonnencreme, finde ich super praktisch für unterwegs, habe ich ja so immer dabei. Ich habe jetzt hier Lichtschutzfaktor 30. Dann geht es weiter wieder mit einem kleinen Produkt. Und zwar habe ich mir ebenfalls für unterwegs gekauft von Balea ein Sensitive Deo mit 0% Aluminium mit Kokosöl. Hatte ich noch nicht, aber soll eine sanfte Pflegeformel haben für empfindliche Haut und auch für die Verwendung nach der Rasur geeignet. Ist ohne Alkohol. Eine Bodylotion habe ich dann auch gekauft und zwar von Alverde Naturkosmetik. Die wurde von Ökotest mit sehr gut getestet. Das ist eine Cremeöl-Lotion, intensiv heißt die. Die ist mit Bio-Anganöl und Bio-Mandelöl und ist für sehr trockene Haut geeignet. Momentan habe ich auch super trockene Stellen an den Beinen und deswegen habe ich mir die dafür gekauft. Dann habe ich bei DM auch noch zwei Deko-Teile sozusagen gekauft und zwar diese Kerzenständer, eine in schwarz, einmal ein kleinerer und einmal ein größerer und die waren auch reduziert und zwar um die Hälfte. Der kleine hat 2,75 gekostet, war dann eben auf 1,37 reduziert, ist halt wirklich super günstig für so einen Kerzenständer. Und dieser große hier war von 2,95 auf 1,47 sowas reduziert
Und ja, die haben mir auch sehr, sehr gut gefallen. Die durften mit. Also ab und zu lohnt es sich schon, bei diesen reduzierten Produkten bei DM zu schauen. Mein aktueller Lieblingsriegel von Coro habe ich dann auch wieder mitgenommen. Und zwar hier diesen Proteinbar Deluxe mit Pistazienbutter. Der schmeckt so, so lecker und den esse ich wirklich mega gerne einfach auch für zwischendurch oder auch in der Arbeit oder eben für unterwegs super geeignet. Weiter geht's mit einer Zahncreme. Da habe ich die hier wieder mitgenommen von Blendermed, die Kräuter Clean für ein seidenweiches Mundgefühl. Von Essie habe ich dann hier auch einen wunderschönen Nagellack und zwar ist das die Farbnummer 374, ein richtig schönes Hellblau, den habe ich auch gerade auf meinen Nägeln drauf. Ist auf jeden Fall mal was anderes, ein richtig schönes Eisblau. Gefällt mir sehr, sehr gut die Farbe. Weiter geht's mit dem nächsten Reinigungsprodukt und zwar habe ich hier einen Küchenreiniger von Sakrotan. Stark gegen Fett, hinterlässt keine aggressiven Rückstände und entfernt 99,9 Bakterien oder behüllte Viren. Das ist der Vorratspack, also der ist schon ziemlich groß. 2-in-1 reinigt und desinfiziert. Also perfekt für die Küche, kann man aber auch für Schneidebretter verwenden, für den Kühlschrank oder auch für fettige Kochfelder. Also wirklich sehr, sehr praktisch, den mag ich auch sehr gerne. Von Denk mit durfte dann hier auch wieder dieser Bio-Entkalker mit, der ist auch sehr gut. Der ist stark gegen Kalk, auch für PET-Maschinen geeignet, steht jetzt da drauf. Ist halt zum Entkalken für den Wasserkocher, für die Kaffeemaschine, ist aber auch eigentlich eine Essigsäure, also den kann man super vielseitig verwenden und der ist bei DM auch gar nicht so teuer. Basti habe ich dann auch etwas mitgenommen und zwar habe ich hier ein neues Limited Duschgel entdeckt und zwar heißt das Jungle Green von Balea Man. Duschgel 3-in-1 für Gesicht, Körper und Haare mit einem fruchtig-holzigen Duft. Ja, der Geruch hat mir auch sehr gut gefallen. Riecht halt auch sehr sommerlich, aber trotzdem frisch. Dann ist mir meine Handcreme leer gegangen. Da musste unbedingt auch wieder eine mit. Ich liebe diese hier von Neutrogena, die rote hier. Da creme ich meine Hände immer richtig dick über Nacht ein, weil so unterm Tag ist die eher nichts, weil sie hinterlässt schon solche Rückstände. Und über die Nacht als richtige Handmaske ist die wirklich super, super gut. Die sorgt sogar auch für eine sofortige Linderung. Und stärkt extreme Feuchtigkeit für rissige Hände mit nur einem Tropfen. Also die ist wirklich sehr, sehr gut, verwende ich schon Jahre. Dann habe ich hier auch was Neues entdeckt, habe ich bis jetzt irgendwie noch nie bei uns bei DM entdeckt. Und zwar von DM Bio gefriergetrocknete Heidelbeeren. Die habe ich direkt angelacht. Die kann man zum Beispiel so essen als Snack, als gesunder Snack, aber auch als Topping für Müsli oder Joghurt, aber auch zum Backen, also als Topping für ein Gebäck oder Kuchen. Bin ich schon sehr gespannt. Dann habe ich hier nochmal einen Reiniger, den benutzen wir auch sehr gerne, den kaufen wir auch meistens bei DM. Das ist hier ein Glasreiniger von Frosch. Eine kraftvolle und streifenfreie Reinigung, Bio-Qualität hat der. Den, ja, wie gesagt, benutzen wir auch sehr oft. Und dann habe ich noch ein Reinigungsprodukt. Und zwar hier auch von Frosch diesen Dusch- und Badreiniger mit Zitronenduft. Den verwenden wir auch sehr gerne im Bad, weil der ist wirklich gegen starken Kalk. Ja, das war es jetzt schon wieder mit meinem DM-Haul. Hier könnt ihr meine letzten zwei Videos sehen. Ihr dürft mich auch gerne kostenlos abonnieren. Ich würde mich wirklich mega darüber freuen. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt doch denen gerne einen Daumen nach oben oder hinterlasst einen Kommentar. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Video wieder.